Tatsächlich liebe Selbstversorger, angehende Selbstversorger und auch liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Wir werden heute so einen Apfel zu Apfelmus machen, aber das habt ihr ja schon im Videotitel gesehen. Bevor wir jetzt gleich ins Video starten, wollte ich noch mal einen klitzekleinen Tipp für die Leute raushauen, die vielleicht keinen Apfelbaum haben oder wo der Apfelbaum vielleicht noch nicht so viel Früchte trägt. Und zwar gibt es eine Internetseite, dort kann man gucken, bei welchen Bäumen in seiner Region man Äpfel oder Kirschen oder Beeren oder Pflaumen sammeln und auch pflücken kann. Meistens ist es das Dorf, die Gemeinde, die Stadt, das Bundesland, welche das Ganze zur Verfügung stellt. Dann müsst ihr einfach mal gucken, aus welcher Region ihr kommt. Da ist mit Sicherheit auch noch Obst für euch da. Aber denkt bitte auch an die anderen Leute, die da mal vorbeikommen. Wer weiß, vielleicht mal ein Zimmermann, der gerade irgendwo auf Reisen ist. Der mag ja bestimmt auch noch mal ein bisschen Obst haben. Und denkt auch bitte an die Vögel, an unsere Tiere hier, die bei uns leben, dass die auch noch ein bisschen was an Nahrung haben anschließend. Aber wir starten jetzt ab ins Video. Ich wünsche euch viel Spaß hier beim Apfelkompott. Ja, wir nehmen uns einfach hier so einen Apfel und stechen den dann einfach mit so einem Apfelstecher hier aus. Das Gehäuse da raus. Und dann guckt man hier, ob man da unten auch gerade durchgestochen hat. Das könnte man dann noch ein bisschen ausbessern. Und so arbeite ich mich jetzt hier Apfel für Apfel erstmal vor. Ja, wenn wir das dann fertig gemacht haben, dann halbiere ich sie einmal und viertel sie noch einmal. Und dann guckt man hier, ob da das Kerngehäuse, jetzt ist gerade so ein Fall, dass das Kerngehäuse noch so ein bisschen drinne. Dann, wenn man das nachher kochen würde, dann ist das sehr holzig. Das kommt dann natürlich mit raus. Heißt, wir überprüfen jetzt nochmal ganz schnell unsere Äpfel. Ja, wenn wir alles nun kontrolliert haben, fangen wir an hier unsere Äpfel einmal zu schälen. Wie gesagt, das ist Fallobst auch und da könnte natürlich sein, dass da irgendwo jetzt eine dunkle Stelle mit bei ist. Und die müssen wir dann rausschneiden. Hier haben wir beispielsweise jetzt so eine Stelle von dem Fallobst, wo die Frucht draufgefallen ist und die schneidet man einfach grob mit weg dann. Thank you.
ist einer mit reingerutscht und ihr sagt nichts. Nun, wo wir die Schale und das Gehäuse weggeschmissen haben, fangen wir an, hier unsere Apfelstücke ein bisschen kleiner zu schneiden, damit das da nachher beim Kochen nachher schneller durch wird, musig wird. Man hätte die Schale, die Äpfel, die hätte man natürlich abwaschen können und dann hätte man die Schale vielleicht noch zu Saft noch verarbeiten können. Aber wir haben eine schöne Birnenernte gehabt, verlinke ich euch nochmal das Video zu. Da wurde am Ende ja auch noch etwas Birnensaft gemacht. So, ja, ich schneide das, wie gesagt, hier alles jetzt ein bisschen klein, Leute. Ich streue da dann immer schon so ein bisschen Zucker immer mit rein und schichte das natürlich dann weiter mit den Äpfeln auf. Das kann man nachher dann ein bisschen abschmecken, wie man das haben möchte. Ich würde aber sagen, ein bisschen mehr Zucker rein, um das Ganze natürlich auch ein bisschen länger haltbar zu machen. Und ja, eine genaue Angabe oder eine Circa-Angabe, die gebe ich euch einfach mal unten in die Videobeschreibung mit rein. Die könnt ihr euch dann rauf oder runter rechnen, je nachdem wie viel ihr dann verarbeitet. Ja, und der Topf hier, der kommt einfach auf die Herdplatte. Ja, zu unserem Zucker- und Apfelgemisch hier kommt jetzt erstmal etwas Wasser zu. Und da würde ich sagen, kommt drauf an, wie groß der Topf ist, aber dass der nachher unten so ein Stückchen mit Wasser gefüllt ist. Ja, und das Ganze wird dann jetzt einmal schön erhitzt und dann anschließend etwas runtergestellt. Ich verrühre das Ganze dann immer noch ein bisschen, bevor das dann anfängt zu köcheln. Ich gebe dem Ganzen noch eine Packung Vanillezucker hinzu. Und man könnte auch noch Zimt noch mit reinmachen, wenn man das gerne möchte. Gibt auch noch einen leckeren Beigeschmack. Habe ich leider nicht da, aber das mit der Vanille, mit dem Vanillezucker, das wird schon sehr lecker. Immer mal umrühren, damit uns das hier nicht anbrennt. Aber aufgrund des Wassers, was wir da mit hinzugefügt haben, passiert das nur im seltensten Fall. Wenn er ein bisschen auf Zack ist und das Ganze ein bisschen rührt, dann passt das schon. Ja, wenn das so ein bisschen hier vor sich hin blubbert, ist das höchste Zeit, da natürlich nochmal umzurühren. Aber auch das Ganze ein bisschen weiter runterschrauben. Aber es muss dennoch eine ganze Zeit noch vor sich hin köcheln. Denn unsere Apfelstücke hier, die sollen ja alle noch zum Mousse werden. In der Zeit, wo der Apfelmus vor sich hin blubbert, da werden die Gläser sterilisiert. Ich denke, so 20 Minuten, eine halbe Stunde dürften reichen. Ich sterilisiere sie aber immer ein Stündchen lang. Und das Ganze, ja, so bei 60 bis 80 Grad. Der Apfelkompott hier, der ist schon sehr gut eingekocht. Ist noch ein bisschen stückig. Ich werde ihn auch noch ein wenig einkochen. Aber nicht zu sehr, denn ich mag das gerne, wenn das auch noch so ein bisschen stückiger ist und nicht so fein püriert. Aber das ist ja jedem selbst überlassen, wie er das gerne haben mag. Nun, wo die Gläser im Ofen sind zum Sterilisieren und der Apfelkompott so ein bisschen vor sich hin blubbert, habe ich hier ein Handtuch genommen. Das wird ein bisschen feucht gemacht. Hier kommen nachher die Gläser rauf und werden dann mit dem heißen Apfelkompott befüllt. Das macht man einfach mit so einem feuchten Handtuch, kühlen Handtuch, damit die Gläser nicht explodieren bzw. platzen. Beim Befüllen natürlich. Der Apfelkompott, der ist nun soweit fertig. Wie gesagt, also von der
Konsistenz zu. Bisschen stückig noch. Und bevor wir das jetzt abfüllen in die Gläser, werde ich das noch einmal kurz probieren. Ja, der schmeckt gut, den belassen wir so. Wichtig dabei ist, dass man das heiß alles noch einfüllt. Also beim Einfüllen dann etwas zügig arbeitet. Und auch darauf achten, das Glas nicht zu voll machen. Dann kommt da schnell der Deckel drauf, wird das Fest jetzt zugeschraubt und ich drehe das Ganze dann nochmal um. Viele sagen, das sollte man nicht machen, wegen den angeblichen Weichmachern hier im Deckel. Ich allerdings stelle das auf den Kopf, drehe das auf den Kopf und dann kann man hier sehen, ob das alles vernünftig dicht ist. Ich mache jetzt erstmal weiter und fülle die Gläser ab. Nun bin ich fertig hier mit dem Einfüllen und es ist doch noch eine schöne Menge geworden. Zack, aus die Maus, sind wir jetzt hier am Ende von dem Video. Ihr habt gesehen, das Ganze ist natürlich kein Hexenwerk und ich habe dafür jetzt wieder hinten im Bunker einige Gläser voll mit Apfelmus. Am Ende jetzt würde mich natürlich nochmal interessieren, was ihr dann dazu sagt. Ist es ein Apfelmus oder ist es ein Apfelkompott? Dann würde mich natürlich noch interessieren, wie ihr so bei der Sache vorgeht oder ob ihr da ganz genauso vorgeht. Das Ganze unten in die Kommentare rein über einen Däumchen würde ich mich freuen. Das Abo, wenn ihr neu hier auf dem Kanal seid oder wenn ihr noch weitere Videos hier sehen wollt, wie man zum Beispiel was einlegt oder weiß der Geier was, dann würde ich mich natürlich hier unten über ein Abo freuen. Hier oben lasse ich nochmal ein Video laufen, wie man Gurken klar macht und dort entscheidet einfach mal der Algorithmus. Das war's von mir, Leute. Tschüssi, sag ich. Bleibt gesund und auf Wiedersehen. Ja, super, dass ihr noch bis zum Schluss dran geblieben seid, denn ich wollte euch nochmal zeigen, wofür ich so mein Apfelmus oder Apfelkompott in der Regel verwende. Ja, zu so leckeren Bratlingen, Puffern oder Reibekuchen. Weiß ich ja nicht, wie ihr das nennt. Das könnt ihr mir ja mal kurz in den Kommentaren mit reinwerfen. Und dazu gibt es bei mir heute hier einen leckeren Salat, bestehend aus Gurke und Zwiebeln sowie grünen Paprikas, bisschen Petersilie und Gewürzen. Guten Appetit. Danke fürs Einschalten, Leute.